Wie heißt dieses Spiel nochmal? Ich kann mich vage dran erinnern. Ich glaube, es hieß. Puh, ich muss mal gucken. Ich glaube, es hieß irgendwie so vom Outfit her. Ich glaube, es hieß Clash of Clans. Und damit willkommen zu einer Folge Let's Play Clash of Clans. Ja, mit mir immer noch dem Thorsten. Und das letzte Video ist jetzt auch schon satte. Ich glaube, 16 Tage her oder so. Ich war das letzte Mal live am 31.10., glaube ich, auf Twitch TV. Den Rest der Zeit habe ich so ein bisschen was anderes gesucht. Ihr wisst das, da werde ich sicherlich auch nochmal ein Video zu bringen. Aber ich bin doch nicht ganz so abseits von Clash of Clans gewesen. Also ich habe Liga mitgespielt, habe allerdings einen Tag ganz, ganz hart verknackt, aber bin ich auch nicht der Einzige gewesen. Und da die Clankriege hier nachts ausliefen, beziehungsweise sehr spät abends, und ich habe, weiß nicht, ihr kennt das sicherlich auch, du lässt dich irgendwann mal um 8 Uhr hin und dann wachst du so gegen 4 Uhr auf und denkst, okay, alles verpasst. Naja, ist, sei es drum, ist passiert, aber ich habe ganz normal hier, ich sag mal, bei den Herausforderern mitgespielt und hier teilweise sogar mit drei Accounts, Leute. Wir haben hier die Liga sehr, sehr gut sogar gehalten. Glaubt man gar nicht, kann ich euch nur noch so zeigen. Clan Wars, My Clan, kann ich euch nur noch so zeigen. Wir haben nämlich als Fünfter die Liga abgeschlossen, die Meisterliga 3, obwohl wir eigentlich gedacht haben, wir steigen ab, denn wir haben unten ein Elfer gehabt, immer im Wechsel, Donnerbengel und der Dark Barbarian, glaube ich. Und mit zwei oder drei Zwölfern dann und 13ern ging das aber eigentlich ganz gut. Wir hätten wesentlich mehr rausholen können. Ich denke mal, Vierter, Dritter wäre sogar drin gewesen. Mehr sicherlich nicht, aber das wäre auch nicht so schlimm gewesen. Aber immerhin, Liga gehalten. Nächste Liga kann nur besser werden. Aber was ja im Moment läuft, sind die letzten Qualifier. Habe ich heute auch schon so ein bisschen was von gesehen. Allerdings musste man bei Noobs die letzten Tage dann auch für was anderes, glaube ich, irgendwie nachts um 2 Uhr online sein, um da ein bisschen mitzubekommen. Und also die letzte Chance begann Samstag oder beginnt am Samstag. Vor 5 Stunden wurde das bekannt gegeben. Aber auf den einschlägigen Kanälen gucke ich dann immer so nebenher, meistens dann bei Noobs, Clash of Clans. Und also ich bin so jetzt nicht ganz weit weg. Und habe auch eigentlich so hier nichts verpasst. Okay, an den Events wisst ihr selber, wenn es da so eine Pulle und nur EP gibt, dann spiele ich das nicht. Hier unten die Oktober Qualifier Challenge. Ja. Was geht? Finde ich übrigens sehr, sehr gut. Ich habe es noch nicht angecheckt, ich habe es noch nicht probiert, um mich natürlich nicht ganz so hart zu blamieren hier. Aber ein lupenreiner Queen Charge Lalo. Vielleicht muss ich mir die passende Szene nochmal raussuchen, denn das hat ja schon jemand angegriffen hier. Das hat ja schon jemand angegriffen. Die Uhr hält hier übrigens an. Also ihr braucht hier, ihr könnt hier ruhig länger überlegen. Und aber ich habe es noch nie angespielt und müsste mir die Passage nochmal raussuchen aus dem Qualifiern, wo die Base von Yves Maxi gelegt wurde. Mit einem Set hier unten, den ein anderer Spieler dann gespielt hat. Ich weiß gar nicht, wer es war. Ich glaube, man kann es aber nachlesen in den. In den in dem im, im, im Event selber. Lanz Lothar war es von Watang. Und der hat damit 3 Sterne geholt. Jetzt müsste man natürlich wissen, wie hat er das gemacht? Wie kann ich das nachspielen? Es gibt natürlich nach wie vor 21 Gems fürs Jahr, denke ich mal, 2021 gab es jetzt die ganze Zeit für dieses Spiel. Und okay, die November Season ist da in 19 Tagen dann wieder. Also doch schon ganz schön viel ins Land gegangen. Zwischendurch kommen sicherlich nochmal Clan-Spiele, beziehungsweise nein, die November-Season ist ja da. Die Season, ihr seht das, habe ich auch relativ normal gespielt. Meistens habe ich gespendet, meistens Nachtdorf gespielt. Muss ich heute auch nochmal machen, muss ich eigentlich nochmal was Wichtiges machen hier. Die Minenwerfer habe ich gemacht. Im Home Village habe ich noch nicht mal einmal den Sternbonus. 500 Gebäude zerstören, ja, das fällt einem relativ leicht, man muss halt nur angreifen und muss irgendwie viele, viele Gebäude machen. Da komme ich dann im Rathaus auch nicht mehr so wirklich entgegen. Denn da zählt einfach nur die Masse hier. Da zählt nur die Masse, dann können wir hier hinten, warte mal, wo sind die Lager? Da. Dann nehmen wir hier hinten die Champion-Platte mal mit. Und da zählt halt immer nur der eine Stern. Den hole ich auch nicht immer mit dieser nach wie vor gesperrten Taktik. Aber naja, gar nicht mal so schlecht. Auf jeden Fall bekommen wir die Masse an Gebäuden. Müssen natürlich noch ein paar Mal mehr angreifen. Aber ich habe zum Beispiel meinen Tagesangriff hier
Den habe ich, ja, ich will nicht sagen, so gut wie gar nicht gemacht, aber oftmals gar nicht gemacht. Ich habe wirklich nur gespendet, habe das Nachtdorf ein bisschen gespielt, CK dann in der CWL. Und das ist eigentlich, um was es dann ging, beziehungsweise was geht bei mir. Ja, das ging bei mir noch gerade so neben dem anderen Gezocke hier. Ja, macht jetzt aber nichts. Und das sind so die normalen Sachen, die ich gemacht habe. Ich habe es auch mit 1, 2, 3, ich muss mal gerade überlegen, ich glaube, mit drei Accounts war ich bei Free-to-Play dabei, mit zwei Accounts war ich hier dabei. Auch bei Free-to-Play war die Liga gar nicht mal so schlecht, aber wir sind abgestiegen. War vorauszusehen und ist sicherlich auch ganz gut so, denn auch in der jetzigen Liga bei Free-to-Play müssen wir sicherlich Hit upen. Okay, machen wir doch mal einen Angriff hier. Nach wirklich vielen, vielen Tagen, also ich lüge euch nicht an, hoffe ich mal nicht, dass ich euch nicht anlüge. Mein Attack-Log sieht schon 6 Tage, 22 Stunden zurück. Also tatsächlich ging ich oder bin ich hier auch ein bisschen ungeübt in die CWL reingegangen. Habe aber ja, sogar mal einen Drei-Sterner gemacht, ich glaube am letzten Spieltag. Und ansonsten auch Ein-Sterner und Zwei-Sterner. Aber hier hat sich auch keiner großartig gerührt und keiner großartig aufgeregt darüber. Auch wenn gar nicht angegriffen wurde, so wie von mir einen Tag nicht. Und den können wir mitnehmen. So wie von mir einem Tag nicht. Das hatte jetzt nicht so wirklich jemanden gejuckt. Was habe ich denn am Start? Ich habe einen Hybrid am Start, okay. Und dann nehmen wir den Hybrid auch. Hier dürfte uns nicht ganz so viel passieren. Hatte ich gedacht. Ist auch so. Okay, ich habe noch Supertruppen auch. Auch da habe ich in der Liga ganz andere gehabt. Ich habe tatsächlich mal den Bowler genutzt. Und 1, 2, 3, 1, 2, 3. Da habe ich tatsächlich mal den Bowler benutzt. Jetzt musste ich hier eigentlich meine Magier hier so bringen. Mal sehen, ob die das Lager wegmachen. Dass die Queen da ein bisschen weiter reingeht. Jawohl. Das sieht noch sehr gut aus. Oh. Aber das ist ein Single Inferno. Und damit musste meine Queen jetzt schon gezündet werden. Und hat hier ein paar Ballons gegen sich. Okay. Hat hier ein paar Ballons gegen sich. Das geht aber noch. Okay, jetzt müssen wir kurz mal abwarten, wo die denn hingeht. Aber da bekommen hier schon meine Heiler Lack. Das sollte natürlich nicht so sein. Jetzt muss ich mal gucken. Ich nehme mal hier meine drei Headhunter. So, da ist nämlich meine Queen schon weg. Okay, jetzt muss ich mal gerade überlegen. Wir nehmen mal von hier das Zeppelin mit rein. Und dürfen natürlich das Heilen nicht vergessen. Hier nehmen wir noch mal einen Wut. Ah, noch sieht es ganz gut aus. Sagen wir mal so, es geht so. Hier kommen die noch ein bisschen weiter rein. Ja, mal sehen. Ich weiß gar nicht, was ich genau in der Clanburg drin hatte. Und nehme die jetzt aber mal in die Ability. Oh, haben wir nicht ganz geschafft, glaube ich. Das Rathaus. Oh, was, oh, das wird repariert. Okay. Na komm, wir gucken mal. Mit Wut geht. Geht aber gerade so, okay. Das ging aber gerade so mit Wut. Und hier friesen wir noch. Mal gerade so gefriest, okay. Ja, sieht gar nicht mal so schlecht aus, aber da wartet auch noch ein Held auf uns. Das wird noch mal ein bisschen zu schwer, denke ich mal. Der Scattershot ist noch nicht kaputt. Jetzt geht er down. Hoffe ich mal, dass der Royal Champion jetzt nicht noch wechselt. Oh ne, geht doch nicht mehr down, okay. Aber gar nicht mal so schlecht für so eine Art Ringbase hier. Also jetzt für meine Verhältnisse. Aber der hat hart repariert hier, der Kollege. Guckt jetzt auch noch, ob er noch was machen kann. Kann aber nichts mehr machen. Rathaus ist nämlich weg. Und oh, dann sind das hier ganz ordentliche 2 Sterne von mir gewesen. Ich lasse nochmal durchrecken und dann mache heute noch einen Angriff mit euch. Weil ihr habt jetzt so wenig von mir gesehen. Da kann es ruhig mal ein Angriff mehr sein. Und wie es dann letztendlich weitergeht, das weiß ich noch gar nicht. Da habe ich mich noch tatsächlich noch gar nicht so wirklich entschieden. Denn ihr seht es ja auch im Hintergrundscreen, das ist jetzt auch nicht mehr wirklich Clash of Clans-like. Das ist jetzt schon von anderem Game und da werde ich sicherlich auch mal eine Videofolge von machen, denn da geht es auch um, ja, um eine Entscheidung, die ich nicht unbedingt mit mir fällen will. Aber ich habe natürlich keine Community, die das Spiel mit mir unterstützt, sage ich mal. Ich hätte es auch ja, sicherlich jeden Tag live streamen können, wenigstens so 1, 2, 3 Stunden, aber ach, das wollte ich dann auch nicht, weil ich dann auch irgendwie so mein eigenes Ding zu Hause mache und ich habe das aber nicht vergessen hier. Also manchmal ist es halt nur, manchmal ist es nur ein bisschen stiller und manchmal,
ticken die Uhren halt ein bisschen anders. Ich kann hier auch ruhig mal ein bisschen boosten, dass ich mir mal, dass es nicht immer ganz so heiß. Thorsten hortet immer nur seine Gems. Und dann machen wir einen kurzen Cut und dann mache ich noch einen zweiten Angriff mit euch. Bis gleich. Okay, wir sind wieder ready. Ich mache euch wieder die billige NCS-Hausmusik für den Hintergrund an. Nein, so schlimm ist es nicht, aber tatsächlich habe ich mal eine andere Playlist gewählt. Ich habe mal ein bisschen bei Spotify rumgeschaut, ob ich da nicht mal was ganz, ganz anderes finde für euch. Und ich hoffe, es ist auch frei. So, gehen wir mal rein. Und mal sehen. Ich weiß, wie gesagt, noch nicht genau, wie es weitergeht und was überhaupt geht. Hier im Bereich Clash of Clans noch mit mir, denn es gibt eigentlich nur noch so zwei oder drei, die wirklich viel, viel Content hier bringen, ausschließlich oder fast ausschließlich. Clash of Clans finde ich auch sehr, sehr gut. Habt ihr ja mitbekommen, gucke ich auch immer ganz gerne. Natürlich immer wieder rein. Was an das Spiel angeht, oh, über eine Mille hier. Den kann ich natürlich nicht liegen lassen beim den Habib. Den Habib 2. Okay, von den Bangladesch Powa Pals heißt das, glaube ich. Und habe zwar eine komische Armee am Start, aber den nehmen wir trotzdem mit. Den muss ich einfach mitnehmen, Leute. Und zwar über diese Flanke hier. Mit einem Wardenwalk. Mit einem Wardenwalk, wo natürlich der Uhu immer wieder vorfliegt. Das ist mir leider im CK auch öfter passiert, dass der jetzt leider vor dem Warden ist hier. Und natürlich immer als erster dann auch Beschuss bekommt. Ist eigentlich schade für das Pet, dass sich das nicht so ein bisschen so im Hintergrund hält. Und ich muss mal gerade sehen, wo ich jetzt gleich meinen einen, aber feinen Sprungzauber anbringe. Wird gar nicht mal so einfach, denke ich mal. Hier können wir nochmal einen Ballon setzen. Und ich glaube, hier kriege ich das Lager in jedem Fall weg. Jawohl. Sehr gut. Dann können wir hier außen mal unseren King schicken. Zwei Hexen dahinter und noch ihn hier. Und ich denke mal, wir könnten dann, ja, ich habe leider nur einen Sprung dabei. Okay, ich habe leider nur einen und ich habe noch Mauerbrecher dabei. Alles klar, Toto. Ist aber nicht so schlimm, die lassen wir hier mal durchlaufen und nehmen jetzt hier die Meute mit rein. Unseren royalen Champion auch und die bringen wir mal sofort in Wuti. Dann ist der King da auch noch mit drin, aber der Warden kommt noch mit auf unsere Seite. Hier ist es doch viel gemütlicher. Jetzt kommt er mit rüber, okay. Jetzt kommt er damit rüber. Ich muss ein bisschen aufpassen hier auf die Single Infernos, aber ich muss sie auf jeden Fall wuteln, denn ich habe ja reichlich Wut dabei. Muss nur gucken, wo ich die hier jetzt durchwute. Hier nehmen wir nochmal den Royal Champion in Gift rein und das sieht noch ganz gut aus. Da nehmen wir nochmal einen Wut. Der betrifft auch nochmal eine ganze Masse. So, wo haben wir denn hier noch ein bisschen was, wo es uns weh tut? Hier auf der Flanke tut es uns noch ein bisschen weh. Hier hinten können wir die Lage abräumen. Perfekt. Queen ist noch zündbar. Oh, das sieht ganz gut aus hier mit den Bowlern. Das sieht ganz gut aus mit den Bowlern und auch mit den Heilern. Die Heiler heilen die Bowler. Das ist sehr, sehr gut. Und meine Queen wird gerade noch so vom Pony hier geheilt. Und damit würde ich sagen, sind wir damit durch hier. Das werden 3 Sterne und 1,2 Mille von jedem für mich. Schon sehr, sehr, sehr netter Lot. So macht Spiel natürlich wieder Spaß. Ganz klar, Spiel macht immer Spaß, wenn man gewinnt. Den Scattershot müssen wir noch mitnehmen. Kriegen wir auch mit 3 Schuss, jawohl. Und außen geht es noch lang, nur noch den einen Bombenturm hier und das müsste auch zeitmäßig reichen. Also ganz gut gemacht, aber der hatte ja auch keine Clanburg. Wäre jetzt meine Ausrede, aber er ist aktiv in Titan, aber vielleicht schon rappelvoll. Spart nur noch für Mauern. Da hätte er besser für Mauern ausgeben sollen, als hier zu warten, bis mal so ein Toto vorbeikommt und zufällig hier die 1,2 Millionen mitnimmt. Perfekt, jo. So ein bisschen schneidet sich Clash of Clans natürlich auch selber oder Supercell selber, finde ich, nicht ins eigene Fleisch, aber wie er auch bestimmt mitbekommen hat in den News, ich habe es noch nicht gespielt vor 3 Tagen, wieso gibt es hier jetzt ganz, ganz andere News? Ach, das andere waren die Community Events und Esports, ne? Es gibt natürlich so ein kleines Update, so will ich es mal sagen. Es gibt die sogenannten, ja, wie heißt das,
Clash Minis, also drei Minigames, die man aber noch nicht hier zocken kann. Man muss dann also irgendwo anderen über ein VPN oder in einem anderen Land eine Apple-ID erstellen. Ich meine, so ist das immer noch. Ich glaube, sie sind nur noch nicht im Shop verfügbar. Und dann kann man hier so drei kleine Games spielen, also Clash Quest, Clash Mini und Clash Heroes. Ich habe gesehen, dass Clash Mini, glaube ich, im Moment bei vielen YouTubern und Streamern nicht ganz in aller Munde ist, aber die zocken das nun mal. Warum es die anderen beiden jetzt sind, weiß ich nicht. Ob das jetzt nicht so super, super interessant ist oder eher so ein bisschen langweilig, kann ich noch nicht beurteilen. Ich habe noch keins selber angespielt. Wenn es die dann frei verfügbar im Shop gibt, bin ich vielleicht auch da am Start, muss ich mal sehen. Ich hoffe, die Folge, was geht, hat euch trotzdem so ein bisschen gefallen. Wenn ja, dann lasst mal einen Daumen nach oben da. Abonnieren, weiß ich nicht, ob sich das noch lohnt. Aber ihr könnt mich natürlich derbe animieren mit ganz, ganz vielen Kommentaren hier doch ein bisschen mehr wieder von Clash of Clans zu zeigen. Die Zeit ist ja tatsächlich da. Man muss es nur nehmen oder man muss sie sich nur nehmen und man muss es nur machen. Ich habe es die letzten zwei Wochen überhaupt nicht gemacht, obwohl ich immer dran gedacht habe und das Game ja auch gezockt habe. Hätte ich es ja auch zeigen können. Also live oder halt Folgen machen oder was auch immer. Habe ich aber nicht gemacht. Punkt. Bis dahin. Vielen Dank, Leute. Schönes Wochenende. Euer Toto. Clashed.